Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Im Rahmen dieser 27 Videos umfassenden Reihe möchte ich Ihnen die 27 Untertypen des Enneagramms kurz und präzise vorstellen. Empfehlen kann ich Ihnen dazu die anschließende, weitergehende Lektüre meiner Bücher. Mein Name ist Detlef Rathner, ich bin Heilpraktiker mit dem Praxisschwerpunkt Homöopathie. Aufgrund meines Spezialgebietes der Enneagramm-Homöopathie bin ich ebenfalls Enneagramm-Experte und Autor zahlreicher Bücher. Heute geht es um den sozialen Untertyp der 4. Ich nenne ihn den Kritiker. Seine Hauptthemen sind die Scham, das Gefühl der Unzulänglichkeit, das manchmal selbstabwertende Verhalten, die Selbsterniedrigung und die Melancholie. Seine innere Leidenschaft des Neides sowie jegliche sonstige Formen von Individualität werden bei dieser Variante des Vierers hauptsächlich auf schamvolle und kritische Art und Weise ausgelebt. Durch selbstabwertendes Vergleichen im sozialen Kontext, durch Scham und Selbsterniedrigung versucht der selbsterhaltende Typ 4, seine Grundangst zu vermindern. Dazu werfen Sie bitte einen Blick auf das links von mir aus gesehene Schaubild. Dort finden Sie den sozialen Vierer unter dem Enneagrammpunkt 4 als zweiten Untertyp. Er ist der sogenannte Verstärkungstyp der 4. Neid in sozialen Angelegenheiten des Lebens ist seine tief verborgene Grundleidenschaft. Und seine sogenannte intrinsische Motivation, also sein innerster Antrieb, ist die größtenteils ebenso verborgene und damit unbewusste Suche nach Individualität und Besonderheit. Primär in Angelegenheiten seines sozialen Umfeldes. Zur Nachbereitung dieser Videoreihe empfehlen sich insbesondere meine beiden Bücher Wer du wirklich bist, Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern sowie mein Buch Die 27 Persönlichkeiten des Enneagramms. Dort werden die hier kurz und stichpunktartig dargestellten 27 Untertypen für ein vertiefendes Studium ausführlichst, prägnant und umfangreich geschildert. Zum Schluss möchte ich Sie noch hinweisen auf interessante weitere kostenlose Angebote rund um das Thema Enneagramm. Und zwar den Enneagramm Newsletter, die geschlossene Facebook-Gruppe Enneagramm und Homöopathie, einen von mir konzipierten Enneagramm-Diagnosetest für meine Patienten, der sich auf meiner Praxis-Homepage www.psychologische-homöopathie.de befindet, sowie Buchempfehlungen in Form anderer Videos auf YouTube und ein Hinweis auf die Verlagshomepage www.verlagshaus-rathmer.com, auf der Sie sämtliche verfügbare Bücher von mir übersichtlich dargestellt finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen Sie Ihr Leben und bis zum nächsten Video.